Ach geil, Peter Krumech. Niemand ist einfach Chester. Legit no Chester. Ich habe ein Nüsschen, ich mag ein Nüsschen. Ja, ernsthaft. Rot? Ja. Und Bibi ist auch gestorben, ich glaube, sonst. Also ganz kurz, bevor wir anfangen mit der Diskussion, scannt ihr euch gegenseitig eigentlich auf dem Medbay-Scanner? Nein. Nicht gezielt. Okay, gut. Auch nicht ungezielt, oder? Ich prove nicht bei den Medbay. Ja. Ich hab den Scanner einfach so gut gemacht. Neben Captain nur hoch und runter gelaufen, als sie auf dem Medbay-Scanner stand, deswegen ich wusste nicht, ob. Ja, besser ist das. Gut. Ich hab die Leiche tatsächlich schon länger gesehen in den Camps, aber ich wollte einfach schauen, wer reporten geht. Ah, ja, wo liegt sie denn? Genau, sie liegt links Office-Eingang. Also, Molle, waren wir ganz am Anfang an Lifeline zusammen? Ja. Hast du da Rot sterben sehen? Ja. Okay. Und dann, du bist dann durchs Vent raus, ne? Genau, ich bin hochgewendet nach Lab. Moment, wir können auch noch ausschießen. Vic war. Ah, ich bin Medic. Stimmt, wir haben gerade Informationen im Chat. Body Report: The corpse is too old to gain information. 57 Sekunden. Nein. Ganz vergessen. Gute Infos. Sie ist genau 57 Sekunden alt. Ja, genau, kurz nach Light an. Weil Vic wird es nicht gewesen sein, obwohl der theoretisch in Frage gekommen wäre. Holz und Stefan sind zusammen mit Vic nach O2 runtergelaufen, nach Lights. Richtig, ja. Das heißt, die kommen für den Kill an Shanti auch nicht in Frage. Wenn jetzt Bam und Molle sich rausnehmen können, bleiben ja nur noch Niemand und Nüsschen. Niemand war ein Specimen, also den nehme ich auch raus. Definitiv Niemand Captain ausschließen. Niemand war ein Specimen, kann ich sagen. Ich kann nur Nüsschen ausschließen, weil ich glaube, Körpers kam aus Ventrichtung raus. Genau, ich bin seit locker 20 Sekunden das Specimen. Hat mich Bam noch gesehen. Warte mal, aber ich traue Kürbis nicht. Ich traue Captain Vent hätte easy sein können zum Lab. Oder nicht? Dann würde ich nicht ausschließen, dass es Holz oder Stefan waren, wo das Licht aus war, dass sie da was Shanti gekillt haben. Shanti ist nach dem Lights wieder angestorben. Sind nach Lifeline gelaufen. Seid ihr zusammen rechts reingelaufen? Ich bin. Du bist von links reingelaufen. Aber da war sie noch nicht tot. Da war sie noch nicht tot. Also war jemand zufällig in Koms oder links daneben, da vielleicht Vic war? Ich glaube immer noch, dass es Kürbis war. Er kam halt aus Vents Richtung. Bam ist mittig. Bam wird jetzt sterben. Nochmal tot.
Bam. Oh, Bam lebt noch gut. Die ist maximal 2 Sekunden alt. Dann siehst du auch den Namen, wer es war. Ah! Nee, okay, 7 Sekunden alt. Was steht dabei? Darker Color. Ein Darker Color. Oh, bin ich gar nicht. Dann bin es wohl ich, lol. Ich denke, Nüsschen, Kürbis, Holz passen rein. Und Kürbis wahrscheinlich auch, oder? Ja. Der dunkelgrün. Die Sache ist wie folgt, wir beide waren unten in O2. Genau, wir beide waren unten in O2 und dann ging das Licht aus und dann hat irgendwer die untere O2-Tür zu Electrical aufgemacht. War das einer von euch jetzt hier oder war das Molle? Könnte Molle sein. Okay, ich wollte sie öffnen, aber dann... Vor Electrical, also vor dem Lightsfix. Ich wollte sie... Das braucht doch hingelaufen. Dann ist niemand definitiv komplett raus. Der kam aus Lab raus, da ist die Tür aufgegangen. Ich habe oben meine Befülltask gemacht auf der rechten Seite und wir sind über Storage sind wir zusammengelaufen. Niemand ist komplett proof wegen der ersten Runde. Sowieso. Warte. Ich hab nie braun gesehen. Das Ding ist... Moment, ich habe zwei Leute gerade. Ich hab zwei Leute gerade. Ey, Leute... Leute, niemand ist wahrscheinlich Chester, weil er hat nämlich die Keys gefaked. Ist ganz egal, niemand ist auf jeden Fall komplett proof, keine Poster, das wissen wir. Wegen der ersten Runde und den zwei Kills. Ich habe gerade vor Electrical, vor der Tür gesehen, also nicht vor den Lights, sondern rechts bei der Tür, die waren verschlossen. Genau, alle Türen waren zu. Molle ist nämlich hochgewendet zu Electrical, damit er schneller zum Fix kommt, das wollte ich noch erzählen. Und das hat wahrscheinlich der Imposter gesehen, deswegen kam ich auch nicht so schnell hinterher, weil ich noch beide Türen öffnen, beziehungsweise eine Tür öffnen musste. Aber niemand so sagt, Nüsschen lügt komplett? Nein, aber ich habe ihn halt nicht gesehen und ich habe ihn halt wirklich nie gesehen. Ich weiß, ob es eine Poster-Sicht oder ich auch nur blind bin, kann auch Stefan, sein. Stefan, du hast... Also ich hab im Fog of War die Lab-Tür aufgehen sehen, bin dann schräg links runter und über Storage war ich direkt in niemand drin. Und ich will noch kurz eine Anmerkung an die Poster machen. Ihr braucht mich gar nicht jetzt zu verfolgen, ich habe ein Schild, ihr könnt mir gar nichts. Kürbis und Holz? Was mit euch? Kürbis steht unten beim Bücherregal. Wer hat das gesagt jetzt gerade? Kürbis steht beim Bücherregal, ich stehe vor Electrical. Wie gesagt, ich habe zwei Leute noch oder mindestens eine Person noch in mir gesehen. Davor war ich im Office. Ich denke immer noch, dass es Kürbis ist. Darker Color. Naja. Dunkelgrün, dunkelblau, braun. Er kann es nicht gewesen sein, er ist Medic. Ja, dann ist es dann nur noch dunkelblau, braun. Oder grün. Hilfe. So, ich habe mal eine Frage an niemand. Ja. Wenn ich vor Lifeline vor dir hin und her wiggle und du nicht daran gehst, ich dann zum Admin-Tisch laufe, ich dann zu Weapons laufe, was denkst du, habe ich gesehen? Keine Ahnung, die Leiche. Cyan ist nämlich gerade gestorben, also Stefan. Also niemand hat mich die ganze Runde verfolgt. Ja. Davon mal ganz ab. Ich stand an Lifeline, habe gesehen, Cyan ist tot, bin dann runter zum Admin-Tisch, habe dann gesehen, eine Person liegt in oder ist in Weapons, bin rüber zu Weapons und habe jetzt reported. Niemand hat weder Lifeline gecheckt, noch Admin-Table.
Aber weiß ja, definitiv, gut. Wo ich stehe auf jeden und Fall ich den Kill nicht gemacht habe. Sind orange, grün und schwarz vor ein Lab reingelaufen. Blau, ja. Wo ist du die Runde? Genau, wir sind jetzt alle ein Specimen. Genau, wo ist gerade blau? Weil blau ist die einzige Person, die überbleibt. Und die ist Dunkelfarbe. Ich bin in Storage gewesen und bin gerade eben ins Lab reingelaufen. Also ich habe die Runde eigentlich nur die Storage-Task gemacht, mehr konnte ich nicht machen. Nüsschen, wegen deinen Vorwürfen, niemand wird Joker sein, das ist es einfach. Nein, er wirft noch nichts vor. Das war kein Vorwurf, das war einfach nur, wenn man schon zu zweit Richtung Lifeline läuft, dann sollte die zweite Person eigentlich auch da drauf gucken. Ehrlich gesagt glaube ich, dass du ein Poster bist, den bin ich näher gelaufen, hab echt drauf gewartet, dass du mich umbringst. Ich habe gerade nicht so drüber nachgedacht, ob du da irgendwas von mir willst. Mein Fehler. Also, die Leiche? Rappen. Also Kürbis ist ja auf jeden Fall... Kürbis, du bist schon aus Specimen raus, ne? Ja, ich bin durchgelaufen, ich hatte Angst vor dir, ich weiß aber gar nicht. Ja, ich hatte Angst vor Captain. Ja, ich glaube, Captain ist irgendwie... Bin ich eine dunkle Farbe? Ist aber orange, du weißt nicht, wie alt der Kill ist, ne? Ja. Nee, keine Ahnung. Okay. Ich bleib dabei, niemand ist immer noch ein Chester und ja, Kürbis ich glaub, ist wahrscheinlich einer der Impostoren. Ich bin relativ sicher, dass es Holz ist. Ich glaube, genau, ich bin auch für diesen Kill auf jeden Fall auf Holz drauf. Die Crew okay, kann ja gerne, sind, die Crew kann ja gerne... Wir können ja flippen sogar. Crew votet jetzt zwischen bitte Holz. Lass mal Holz voten, genau. Ich werde Kürbis voten. Hä? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Orange ist jemand. Wenn ihr danach flippen wollt, ich denke, einer ist so rein. Captain ist sowas von Jester, man, die Trolls so rein. Nee. Ach cool, wenn ich jetzt als Chester gesehen werde, werde ich so oder so jetzt nicht gewotet. Wir sind nochmal schießen, oder? Nee, wir meinten, wir können flippen. Deswegen, ich dachte nicht flippen. Mit wem denn bitte? Also ja, weiß ich nicht, aber zur Sicherheit kann man den Button immer machen und dann noch skippen. Ja, also, okay. Wer meinte gerade, wir flippen sollen? Hat gerade einer gesagt. Ich hab gesagt, wir haben das Licht, deswegen könnten wir. Genau, wir können es. Das ist so einfach nur die Sache. Okay. Und ich sag mal, wer hat, der kann, ne? Ja, ich halte keinen für so was, dass wir flippen müssen, ehrlich gesagt. Ich frage mich, warum Captain die ganze Zeit auf mich shootet so übel. Weil du bei der ersten Runde, glaube ich, warst, aus Vent kamst. Deswegen. Wo Lucien und ich ganze Zeit im Lab war, habe ich dich nämlich nicht von links kommen sehen. Nee, Engine war auf jeden Fall Molle. Engine war auf jeden Fall Molle. Ja. Ich vertrau Bam halt übelst, ne? So, und das nächste Ding ist, ich habe auch keine Deacon-Tür aufgehen hören oder sehen. Und du kamst halt legit von der Vent-Richtung. Captain, was für eine Rolle bist du? Wer? Ich? Ja. Crewmate. Ja. Okay. Und was hast du so für Tasks gemacht, ha? So allgemein? Wir können alles Tasks, glaube ich, auswendig. Ich habe Medbay-Scan, ich habe die Reagenzgläser. Sollen wir mal gucken, ob Captain wirklich Crewmate ist? Nein, einfach skippen. Ganz ehrlich, ich bin nein, bei blauen Kuchen. Ja, ich skippe auf jeden Fall an der Stelle, aber ich will mal gucken, ob Captain Crewmate ist. Ach so, okay. Du willst auf mich shooten? Du weißt schon, wenn du Imposter bist und mich abknallst, dann wissen die, dass du Imposter bist, Kürbis. Doesn't matter. Ich bin Crewmate. Schieß einfach drauf. Deffen. Ha ha ha.
Genau. Warum macht der Imposter nicht den Schwarz weg? Dunkelgrünes Dote. Und? War ja... Das Licht ist aus. Das Licht ist an. Ich habe es gerade repariert. Ja, der Pfeil ist weg. Das der Ding ist. Ich die ganze Zeit Lifeline und habe Lifeline gescheckt. Ganze Zeit. Das Licht geht aus. Ganze Zeit war es aus. Dann ist grün gestorben. Ich wollte gerade mich umschauen, wo er liegt, und da liegt er tot hinter mir. Er hat safe auf dich geschossen, das Officer. Hat er gerade sogar noch gesagt. Also warte mal, das Ding ist, wenn Corpus wirklich auf mich geschossen hat, bin ich Proof. Bam ist. Lucien ist Imposter. Seid ihr sicher? Ja. Lucien kann nämlich auch, wenn Holz es nicht war, kann Lucien auch immer noch der Kill in Electrical gewesen sein mit der dunklen Farbe. Weil aber wegen der Geschichte, einer, der wegen niemand. Das Holz richtig ist. Also aber einer das, muss ja raus sein. Das Ding ist, Runde 1 ist ein Doppelkill gefallen. Ja. Lucien war Runde 1 ganze Zeit bei mir gewesen. Er ist sogar gegen Ende in Digon rein. Er hätte ja, wirklich, ganz die ganze, weil Shanti ist direkt am Anfang gestorben, ne? Ich skip. Ich bin gerade so voten. Lost. Ich bin gerade. Also, aber jetzt, da niemand geskippt hat, geht schon nicht mehr. Das Ding ist, ich denke, niemand ist Chester. Weil ja, er stand genau. Halt Anfang an den Kies. Aber das ist ja nicht wichtig, oder? Aber es hätte ja auch sein können, es hätte auch sein können, dass er Imposter ist, der hat versucht, Chester zu spielen. Nein, der ist ja auch in der ersten Runde komplett rausgefallen. Ich habe den Admin-Proof, weil er Specimen war. Deswegen habe ich ihm auch mein Schild gegeben. Ich finde dich toll. Ja, egal. Aber mit dem Schild ist man schon sehr glücklich. Also Chester ist das Schild natürlich geil. Ja. Weil das Jester ist das Einzige, was dich hindern kann, eigentlich der Mord. Nee, ich lasse eine Stunde Braun hinterher und er kann nichts machen. Wenn er mich umbringt, weiß ich, er hat seinen Kill benutzt an mir. Jemand anderen umbringen, kann ich reporten. Das ist so gut, der Mann mit der geschilderten Person kann kein Double-Kill. Wenn die Crewmates gewinnen, verliere ich ja auch. Das heißt, ich kann ja eigentlich jetzt auch euch dermaßen abfucken, oder? Ja, der Joker, sein Ziel ist es, alles kaputt zu machen. Sein Ziel ist es, durch selbst rausgevotet zu werden. Ich bin total lost. Hab einen Joker an meinem allerwertesten. Joker loszuwerden. Ah. Geh weg von mir. Hallo B. Ich gehe einfach in die Ecke. Ja, blöd. Lass mal ein bisschen voten, bitte. Niemand. Ja, wozu? Ja, stimmt. Scheiße. Ja, ich glaube, es ist schwarz. Die Sache ist, so gewinnst du ja auch nicht. Ja, ich gewinn so das auch nicht. Das ist doch der Scheiße von dir, Mann. Das ist doch einfach... So einfach Kacke. Also das Problem ist jetzt, wir wissen, niemand votet sich definitiv selbst. Na, wissen wir nicht. Wenn er gewinnen möchte, schon.
Ja, das kann gut sein. Wenn wir Votes splitten, gewinnt der Imposter. Ja, dann votet mich. Oh, the killer appears to be a Mission. Seht ihr den Body Report auch oder seh nur ich den? Den siehst nur du. Ah, okay. Hast du also den? Du kannst es auch frei erfinden. Ja, ja, ich bin eigentlich Imposter. Ja, ja, ja. Und Lüstchen ist Medic und hat niemand das Schild gegeben. Also zugegebenermaßen würde ich jetzt eigentlich echt schwarz voten. Einfach. Weil warum eigentlich nicht? Aber schwarz ist eine sehr liebe Persönlichkeit, die mir ein Schild gegeben hat. Genau. Egal, was jetzt passiert, das ist einfach geil. Ich hab mich nicht mal selbst gewotet. Lüsschen, ich hab dich, niemand, ich hab dich gewotet. Ich dachte mir so, ich will lieber, dass der Joker gewinnt, als dass die Imposter gewinnen. Der hat mir gut gemacht. Ach du Scheiße. Ey, die Grummels können doch durch Tasks gewinnen, ne? Ich sag, ich sag doch, der spielt jetzt einfach, der spielt jetzt einfach endlos die Runden weiter. Victory! Das ist jetzt Mobbing.